Wir haben jetzt hier vorne eine große, vier kleine. Wenn wir die rausnehmen, haben wir zwei große. Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Wir sitzen jetzt bei uns im Pelle und stehen auf dem IKEA-Parkplatz, denn wir benötigen ein paar Kisten. Die Kisten kommen bei uns im Kofferraum. Genau, und das Bett in den Kofferraum. Weil wir sind gestartet von uns zu Hause mit einer Menge Kartons. Ja. Und mit einer großen Unordnung. Das war Chaos pur. Genau, Chaos. Mit einem großen Chaos sind wir gestartet. Wir haben einfach alles eingepackt und wir sind ja auch ein bisschen eher gestartet, wie eigentlich gedacht. Und deswegen haben wir einfach alles in den Kartons reingeschmissen, wo wir gedacht haben, das nehmen wir mit. Mhm. Und jetzt haben wir den ganzen Wahnsinn mal ausgepackt. Und jetzt haben wir festgestellt, in Kartons geht die ganze Sache nicht. Wir brauchen vernünftige Kisten, ein vernünftiges Ordnungssystem, ne? Richtig. Ja. Und das besorgen wir uns jetzt bei IKEA. Und dabei nehmen wir euch mit. Na, haben wir jetzt alles? So, wir haben alles. Wir haben unsere Kisten bekommen. Ja, jetzt hoffen wir auch noch, dass es wirklich passt, ne? Und mal gucken, wie teuer es wird. Ja, die sind schweineteuer. Genau. Aber ich glaube optimal. So, ihr Lieben, es passt alles. Guckt mal. Wir haben jetzt hier vorne eine große, vier kleine. Wenn wir die rausnehmen, haben wir zwei große. So. Und wenn wir die rausnehmen, dann haben wir da hinten noch vier kleine, die wir vom Innenraum dann auch rausziehen können, wo wir Konserven oder Mehl oder Zucker, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen reintun. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Stauraum perfekt genutzt, oder? Mega geil, echt. Ja, super. Oh, wir haben uns nicht vermessen, ich bin voll stolz auf uns. Das war jetzt nicht ganz so günstig, aber dafür passt alles perfekt. Bei was lagen wir jetzt? Knappe. Warte mal, wir haben noch andere Sachen gekauft. Ah ja, genau, wir haben noch andere Sachen gekauft. Ah ja, doch, nachdem wir die Kisten eingescannt hatten, waren wir bei 90 Euro. 90 Euro, okay. Ja. Ja. Wie viele Kisten sind das? Drei große und acht kleine. Ja, genau. Passt. Genau. Ja. Ist zwar etwas teurer, aber ist okay. Yes. Jawohl. Thank you.
So, wir sind jetzt wieder in Pelle und müssen ja noch ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Unter anderem machen wir jetzt ein Gummiband ans Regal, damit unsere Sachen da nicht alle rausfallen während der Fahrt. Ja, mal gucken, wie nicht, das Ergebnis wird. Nicht, dass der kleine Faxe noch erschlagen wird. Ja, aber wir sind gerade ein bisschen noch nicht sicher, wie wir dieses Gummiband laufen lassen sollen. Ja, anordnen, genau. Ja. Mal sehen. Ja, mal gucken, wie das es wird. Das Ergebnis seht ihr ja dann. Werden noch richtig musikalisch. Es wird, was? Es wird. Wir haben uns jetzt entschieden, wie wir das verlaufen lassen. Wir gehen jetzt gleich hier nochmal von da oben nach hier, dann hier wieder hin und da wieder hin. Und das müsste dann eigentlich reichen, dass da nichts mehr rausfällt. Aber wir müssen halt auch relativ große Teile, also relativ große Bücher da durchkriegen. Von daher können wir die Abstände nicht allzu eng machen. Ja, und das gleiche machen wir dann da hinten auch nochmal. Was sagst du zu dem ganzen Faxe, hm? Ist hier langweilig. Du würdest jetzt lieber im Wald spazieren gehen, ne? Na, Schatz, funktioniert's? Es funktioniert. Wir testen es mal mit meiner Kappe. Zack. Perfekt. So, jetzt noch die andere Seite, ne? Ja. Sehr gut. So, fertig ist die ganze Sache. Jetzt hier ist ein paar Sachen haben wir schon eingeräumt. Und die schönen Karten, die meine Schwester mir gemacht hat zum Abschied, habe ich auch schon dran gemacht. Ach, mir gefällt es sehr gut, Schatz. Das macht das mega gemütlich irgendwie. Und sicher. Ja, Faxen wird nicht mehr bombardiert. Wir sind wieder im Pelle. Heute stehen wieder ein paar Sachen auf dem Programm. Der Tobi macht gerade eine Reparatur an unserem Tisch. Ich zeige es mal kurz. Die Schiene vom Tisch hat mir vorher mit Schrauben befestigt und die sind aus dem Holz ausgebrochen. Und jetzt machen wir Nägel rein und hoffen, dass es dann hält. Was meinst du, wird es funktionieren, Schatz? Na klar. Und wir haben unseren Vorhang endlich angebracht. Das ist ein kleiner Sichtschutz, damit man da unten nicht so reingucken kann. So, sollen wir jetzt mal versuchen, den Tisch hier einzuhängen? Genau, einzuhängen. Jawohl. Mach das mal. Yippie-ai-yay. Perfekt. Mega geil. Das ist nämlich unsere Tischlösung hier. Wir finden sie ziemlich geil, weil der Tisch sehr groß ist. 80 x 60 ist er, ne? Glaube ich. Ja. Voll gut. Kann man nämlich schön gemütlich zu zweit essen. Und ein Dritter kann auch mal hier dran sitzen. So, und jetzt bringen wir noch die Knöpfe an die Türen von unserem Schrank an. Da kommen die jetzt dran. Ja, ja, das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Und hier sind ja so helle Stellen, ne? Da waren Fliesenspiegel. Die sind uns leider abgekracht, weil der Kleber nicht minusgrade beständig war. Jetzt müssen wir die wieder neu anbringen. Zum Glück haben wir ein paar mitgenommen aus Deutschland, sodass wir halt, weil da sind natürlich welche zerbrochen, Ersatzspiegel haben. Und dann machen wir das jetzt mal die Tage auch noch fest. So, wir sind jetzt mit unserem Basteleien fertig. Und ja, wir haben einiges geschafft, oder? Mhm. So Kleinigkeiten haben wir noch gemacht. Wir sind allerdings mit unserem Ausbau noch nicht ganz durch. Deswegen werden auch noch weitere Videos von Pelle kommen. Und irgendwann machen wir dann mal so eine richtige Roomtour, ne? Ja. Dann zeigen wir mal alles komplett. Der Ausbau an sich ist ja fertig. Der Ausbau an sich ist fertig, richtig. Die Details fehlen. Genau, die Details, das hört sich doch schön an. Die Details fehlen noch.
Ja, für heute sind wir durch, ne? Jo. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei dem Video und abonnieren nicht vergessen. Genau, abonnieren nicht vergessen. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Den Daumen nach oben nicht vergessen. Yes. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.